Hey liebe Zuschauer, heute gibt es wie gewünscht das Review zur Claw Gear Operator Combat Pant. Ich habe die Hose hier in 70-13 und auch noch in Beige. Mir gefallen die Hosen von Claw Gear sehr gut. Ich habe die schon ein bisschen länger jetzt. Und ja, jetzt gibt es mal ein Review dazu. Also viel Spaß. Die Operator Combat Pant ist im Vergleich zu Raider MK4 etwas schlichter und unauffälliger gehalten. So wurde bei dieser Hose die Weitenverstellung im Kniekehlenbereich weggelassen, die Beintaschen wurden auch etwas abgespeckt und auch die kleinen Taschen auf den Waden gibt es hier nicht. Das nur als kleiner kurzer Vergleich. Fangen wir oben am Bund an. Hier gibt es eine Bundweitenverstellung mit elastischem Zug, der per Klettverschluss links und rechts an den Körper angepasst werden kann. Das hält im leeren Zustand ganz gut, sobald die Taschen allerdings gefüllt sind, sollte ein Gürtel verwendet werden. Hierfür gibt es insgesamt 5 verstärkte und sehr stabile Gürtelschlaufen, die ohne Probleme auch sehr breite Gürtel aufnehmen. Außerdem wurde ein fast komplett umlaufendes Stück Gurtband eingearbeitet, das den Gürtelschlaufen nochmal extra Stabilität bringt. Wer auf den Gürtel verzichten möchte, der kann sich seinen Hosenträger an den 3 Befestigungslaschen festklippen. Verschlossen wird die Hose mit 2 Druckknöpfen und Reißverschluss. Der Hersteller ist wie üblich YKK. Weiter außen gibt es über den vorderen Taschen noch D-Ringe zum Befestigen von Gegenständen, wie zum Beispiel den Schlüsselbund oder ähnliches. Sie sind so positioniert, dass sie nicht stören oder man mit den Händen hängen bleiben könnte, beziehungsweise ist es mir jedenfalls noch nicht passiert. Für was die Kordelzüge im Inneren der Taschen sind, seht ihr gleich. Die Fronttaschen sind relativ groß geschnitten, eng anliegend und gehen bis runter zu den seitlichen Beintaschen. Auch hier wieder Verstärkung mit dickem Gurtband, die den Gürtelclips von Multitools, Messern oder Taschenlampen guten Halt geben. Allerdings stören mich größere Multitools beim Reingreifen in die Tasche, weshalb ich hier dann oft auch mal auf die kleinen Seitenfächer für Pistolenmagazine ausweiche. Hier ebenfalls wieder eine ordentliche Verstärkung. Bevor wir zu den seitlichen Beintaschen kommen, noch schnell die Gesäßtaschen. Diese haben die übliche Größe, besitzen Reißverschlüsse mit Zipperpulls aus Paracord und haben leichte Flappen, die den Reißverschluss verdecken. Jetzt aber zu den seitlichen Beintaschen. Wie ihr seht, kommen sie im Bulk-Design und nicht wie die MK4 mit Slotted Buttons, sondern mit einem einfachen Reißverschluss. Die Flappe darüber bedeckt den Reißverschluss und kommt ganz ohne Klettverschluss oder ähnliches aus. In der rechten Beintasche gibt es noch ein kleines Fach, in dem das Smartphone oder ein Magazin untergebracht werden kann. Schade, dass es dieses Fach nicht auch in der linken Beintasche gibt. Die Größe der Taschen reicht jedenfalls locker für Handschuhe, eine Mütze, eine Kopflampe oder Kleinkram. Auch mit Handschuhen lässt sich gut auf die Taschen zugreifen. Schauen wir uns jetzt aber mal die Kniepartie an. Der Schnitt ist leicht vorgeformt, ohne dabei stark aufzufallen. Über die 4 Löcher werden die optional erhältlichen Knieschoner befestigt, die durch einen internen Einschub festgehalten werden. Einen Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Das Einschubfach besteht übrigens aus einem weichen Material, so dass nichts kratzt oder scheuert. Mit den vorhin schon erwähnten Kordelzügen in den vorderen Hosentaschen könnt ihr euch dann auch die optimale Knieschonerhöhe einstellen. Wer die Hose ohne Knieschoner verwendet, kann den Kordelzug natürlich auch rausnehmen, sofern es denn passt. Weiter unten an den Hosenbeinen lässt sich der Saum über ein flexibles Gurtband einstellen und mit Klett fixieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich das Hosenende auch über den Gamaschenhaken am Stiefel befestigen. Gehen wir kurz noch ins Innere. Hier sieht man jetzt gut, dass der komplette Bund innen mit weichem Vlies ausgekleidet ist, das zusätzlich noch mal etwas Komfort bringt. Probleme mit Pillingen habe ich bei meiner länger getragenen beigen Version noch nicht gehabt. Was ich euch hier aber eigentlich zeigen wollte, sind die beiden versteckten Taschen. Hier rechts eine kleine Tasche, um kleine Utensilien oder Geld unterzubringen. Und auf der linken Seite eine große Tasche, in die der Reisepass perfekt reinpasst. Der Zugriff und das Wegstecken funktioniert soweit auch relativ schnell und ohne Probleme. Allgemein gibt es noch zu erwähnen, dass die Hose beim Material aus einem 50-50 Baumwoll-Polyamid-Mischgewebe besteht. Somit ist die NER-Signatur niedriger als zum Beispiel mit einem 35-65 Gewebe mit höherem Polyanteil. Hier mal die Operator Combat Pant im Vergleich zu einer Hose mit hohem Polyanteil. Man sieht deutlich, dass die Operator Combat Pant
mit dem 50-50-Gewebe wesentlich unauffälliger ist und nicht so stark leuchtet. Kommen wir zum Tragekomfort. Durch das diamantförmige Gusset im Schritt ist die Hose angenehm zu tragen und man hat ausreichend Bewegungsfreiheit. Außerdem werden die Nähte dadurch etwas entlastet. Der Stoff ist angenehm zu tragen, relativ leicht und dünn, aber dennoch stabil und reißfest. Für richtigen Dornenschutz ist das Material allerdings nicht dick genug und stärkere Dornen stechen durch. Die Verarbeitung der Hose ist soweit einwandfrei, die Nähte sind stabil und an den Belastungspunkten mit Riegelnähten gesichert. Die einzigen nicht so schönen Nähte, die ich gefunden habe, sind die an den Klettverschlüssen. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war die Operator Combat Pant von Clawgear. Wie schon gesagt, mir gefallen die Hosen sehr gut. Negatives ist nicht ganz so schlimm. Also der Kordelzug im Inneren stört manchmal ein bisschen beim Anziehen. Ich würde mir wünschen, dass die Hosentaschen noch ein bisschen weiter oder größer sind. Und die kleine Beintasche im Inneren würde ich mir auch noch auf der anderen Seite wünschen. Ansonsten bekommt man eine Top-Hose für den Preis, Top-Materialien, Top-Verarbeitungsqualität und das Design ist schön vielseitig und lässt sich in vielen Bereichen nutzen. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, welche Hose oder Hosen ihr so tragt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!